Band und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Ah, danke. Ey, das ist mir viel zu hart, ich kann da nicht nochmal raus. Das schaffst du schon, komm. Oh, schön, Deckung hoch. Okay, ich konzentriere mich auf die Deckung. Bin in deiner Ecke. Danke. Leute, ihr seht schon, heute geht's um Kampfsport. Ich bin gerade am Boxen. Und ich muss wieder raus. Buckel um! Alles gut, nichts passiert. Es gibt super viele verschiedene Kampfsportarten. Zum Beispiel Ringen, Karate, Judo oder auch Taekwondo. Allein in Deutschland trainieren über 500.000 Kampfsportler. Die besten unter ihnen sind Hochleistungsathleten. Sie treten bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen an und sind super fit, extrem beweglich und echt hart im Nehmen. Guckt mal, was der drauf hat. Aber vor allem geht es beim Kampfsport um die richtige Einstellung. Der Gegner soll niemals ernsthaft verletzt, sondern mit fairen Mitteln besiegt werden. Dafür muss man jahrelang trainieren. Ich check heute, wie man richtig boxt, woher Karate kommt und versuche ein Stück Holz mit der bloßen Hand zu zerschlagen. Und ich finde raus, wie man Streitigkeiten im Alltag so regelt, dass man gar nicht erst kämpfen muss. Auf geht's! Hier kommt der Kampfsport-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Was ist Sparring? Woher kommt Kung Fu? Und was ist eine Rettungsinsel? Das check ich für euch. Los geht's mit einer jahrtausendealten Kampfsportart, dem Boxen. Im Boxwerk in München lerne ich, auf was es beim Kampf mit den Fäusten ankommt. Und später steige ich auch noch selbst in den Ring. Und er hier macht mich fit. Boxtrainer Nick. Hallo Nick. Sorry, sir. Hi. Ah, Tobi. Kleine Pause will ich passen. Hallo, grüß dich. Grüß dich, hast du hergefunden. Super. Ja, geht's dir gut? Perfekt. Alles gut. Sehr schön. Du bringst mir heute ein bisschen Boxen bei, oder? Ja, wir probieren es zumindest mal. Was meinst du? Ich bin nicht so ein großer, schwerer Typ, ne? Also kann ich das überhaupt lernen? Ja, Boxen hat nicht unbedingt mit Größe zu tun, nee. Eher mit Technik. Ja. Nicht mit dicken Oberarmen, sondern... Ja, stimmt, du bist auch eigentlich so ein Riese, ne? Ich bin auch nicht so ein Riese. Ja. Okay. Wie fangen wir denn an? Ich habe noch nie geboxt in meinem ganzen Leben nicht. Was wären denn so die Anfänge, die ich lernen muss? Die Basis ist wirklich die Beinarbeit beim Boxen. Aha. Aus den Füßen entsteht jeder Schlag, ist immer der Ansatz dafür. Ach echt? Ich dachte, man haut halt vor allem. Die Arme sind eigentlich nur Weiterleiter. Ja, also in den Füßen entsteht alles. Hüfte ist Dreh- und Angelpunkt. Und ja, die Arme sind praktisch nur die Weiterleitung von dem Ansatz, von der Beschleunigung von meinem Körper. Das heißt, was wirklich in so einem Schlag landet, ist alles, mein ganzes Körpergewicht, alles, was ich drin habe. Und wenn ich weiß, wie ich mich bewegen muss, wenn ich eine Körperspannung habe, dann kann ich quasi alles vom Fuß bis hierhin in den Schlag legen. Genau, und die ganze Körperschleife muss zusammen spielen. Okay. Nur dicker Oberarm und so bringt gar nichts. Beim Boxen wird also der ganze Körper trainiert. Wir fangen mit den Beinen an. Denn je besser ich mich bewege, desto leichter kann ich Schlägen ausweichen. Oder eben auch selbst Treffer landen. Sieht fast ein bisschen so aus, als würde ich tanzen, oder? Chuck. Ja, super. Chuck. Ich vergleiche das auch gern mit einer Palme. Ja? Muss beweglich sein, wenn der Sturm kommt, dass du praktisch den Schlägen ausweichen kannst und trotzdem stabil stehst. Später beim Kampf will ich aber nicht nur ausweichen. Deswegen lerne ich jetzt die richtige Schlagtechnik. Ja? Klappt ganz gut. Weil man sich aber dabei ohne Handschuhe schnell verletzen kann, bekomme ich Bandagen und dann richtige Boxhandschuhe. Die sind außen aus Kunstleder und innen mit Schaumstoff ausgepolstert. Das schützt meine Hände. Jetzt machen wir erstmal eine Übung, damit du dich so ein bisschen dran gewöhnst. Wie ist denn das, wenn mir jetzt einer mal ein bisschen hinlangt? Genau. Geht ja ganz einfach locker. Hier einfach mal hinterher. Ja. Genau. Genau, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Ja, das ist ganz anders! Aber, ja. Keine Angst, ich tu nicht mal deinen Kopf berühren. Ich tu nur ein bisschen auf die Handschuhe drauf. Das ist gruselig. Also nochmal von vorn. Ja, wird schon besser. Nick war früher selbst Wettkampfboxer und betreibt den Sport schon seit 25 Jahren.
Mit dem sollte man sich besser nicht anlegen. Ist es so, dass wenn Leute hier zu euch ins Training kommen, dass die irgendwie ja, mit dem Boxen auch rausgehen und dann so richtige Schlägertypen sind? Ich achte sehr drauf, dass das nicht passiert. Mhm. Ja, und Boxen ist einfach eine Kunst. Wenn man ein bisschen trainiert, also wenn jemand solche Vorsätze hat, dann merkt man relativ schnell, der kommt auch nicht mehr schnell ins Training, weil das ist ja anstrengend, das zu erlernen. Und sowas dulden wir nicht. Also wenn ich merke, jemand will das auf der Straße oder gegen irgendeinen Schwächeren verwenden, dann fliegt er hier raus. Fuß immer schön stabil lassen. Eins, zwei. Ja, super. Wird immer besser. Ja? Sehr gut. Meinst du nicht, ich sollte langsam mal so einen richtigen Kampf machen? Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Schauen wir mal, wenn es so gut weitergeht, ja? Dann schauen wir, vielleicht können wir so ein bedingtes Sparring mal heute noch anvisieren. Sparring? Ich bin ja in deiner Ecke. Warte mal, das war nämlich auch eine Checkerfrage. Was ist Sparring? Sparring ist kein richtiger Wettkampf. Es ist ein Trainingskampf, Übungskampf. Es gibt keinen Sieger oder Verlierer, sondern man übt einfach die Wettkampfsituation gemeinsam. Und du meinst, ich darf sowas heute machen, oder was, so ein Sparring? Wenn du dich weiter so gut anstellst, ich bin in deiner Ecke, dann kriegen wir das vielleicht hin. Du bist mein Trainer? Ich bin dein Coach. Und wer ist mein Gegner? Das verrate ich dir nicht. Okay, Überraschung, ja? Wir trainieren noch ein bisschen, ich mache mich ein bisschen warm und dann machen wir sowas. Da habe ich mega Bock drauf. Alles klar. Und eins, zwei. Genau, Führerschlag. Oh, nochmal. Ja, top. Sparring ist ein Übungskampf zur Vorbereitung auf den Wettkampf. Beim Sparring gibt es keine Sieger oder Verlierer. Gecheckt. Und jetzt erstmal, boah, eine Frage an euch. Alter. Was bedeutet Karate-Do? A. Der Weg der leeren Hand. B. Der Flug des leichten Fußes. Oder C. Die Reise zum reinen Geist. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Boxen als sportlichen Wettkampf gibt's schon richtig lange. Seit mindestens 2600 Jahren. Damals haben die alten Griechen das als Disziplin bei ihren antiken Olympischen Spielen eingeführt. Man nannte das aber noch nicht Boxen, sondern noch Faustkampf. Und mit dem Boxen von heute hat das nicht viel zu tun. Damals gab es zum Beispiel noch kein Zeitlimit. Das heißt, man hat so lange geboxt, bis einer entweder wirklich K.O. war oder vor Erschöpfung aufgegeben hat. Wow. Alles gut bei dir? Uiuiui. Beim Boxen kämpfen die Sportler in verschiedenen Gewichtsklassen. In jeder Klasse wiegen sie also ungefähr gleich viel. Weil es wäre ja unfair, wenn ganz kleine Leichte gegen ganz große Schwere boxen müssten. Die leichteste Gewichtsklasse bei den Männern heißt Strohgewicht. Die Sportler da sind höchstens 48 Kilo schwer. Ich mit meinen 65 Kilo würde im Weltergewicht kämpfen. Und die schwersten Boxer kämpfen im Schwergewicht. Jeder von denen wiegt mindestens 91 Kilogramm. Mit dem Boxen geht's nachher weiter. Ich habe ja später auch noch meinen Sparringskampf. Jetzt geht's erstmal zum Karate mit Irena. Sie ist Karatemeisterin und trainiert seit über 10 Jahren. Dieser Anzug ist Pflicht und heißt Gi. Vor jedem Training begrüßen sich die Kämpfer. Cesar. Ja, also Karate ist eine japanische Kampfsportart, mhm, in der man lernt, vor allem mit den Händen und Füßen im Notfall sich zu verteidigen. Mhm. Und Karate, früher das Karate-Do genannt, mhm, heißt übersetzt der Weg der leeren Hand. Der Weg der leeren Hand. Genau, so. Der leeren Hand. Was soll das bedeuten? Also die Leere steht in dem Fall nicht für die waffenlose Hand, mhm, sondern für den leeren, reinen Geist. Ah, okay, also ist auch Karate eine Sportart, eine Kampfsportart, die nicht nur was mit dem Körper zu tun hat, sondern viel mit dem Kopf. Genau so ist es. Jetzt habe ich ja so einen weißen Gurt und du einen schwarzen, was nicht nur viel cooler aussieht, sondern das weiß ich, das hast du, weil du einfach schon sehr trainiert bist. Den musste man ja erstmal erreichen, so einen schwarzen Gurt. Man muss fleißig dranbleiben, mhm, und ja, immer dabei sein. Dann irgendwann mal nach ein paar Jahren kann man den schwarzen Gürtel auch erreichen. Solche Gürtel gibt es in ganz vielen Kampfsportarten. Im Karate nennt man sie Obi. Wie Tobi, nur ohne T. Die Gürtelfarbe zeigt, wie gut jemand ist. Anfänger tragen weiße, Karatemeister schwarze Gürtel. Dazwischen gibt es bis zu 8 weitere Farben.
Nach dem Weißen kommt zum Beispiel der Weiß-Gelbe. Wer einen blauen Gürtel hat, beherrscht bereits alle wichtigen Grundtechniken. Und vor jedem nächst höheren Gürtel müssen die Sportler eine Prüfung ablegen. Okay, jetzt will ich mal anfangen. Was ist denn das Erste, was du mir beibringen musst? Ja, zuerst lernen wir eine richtige Karatefaust. Der Daumen bleibt immer oben drauf. Niemals drin verstecken, weil wenn der Daumen drin bleibt, dann kann der Daumen böse verletzt werden. Das wollen wir jetzt nicht. Finger zusammenrollen und dann Daumen hier oben drauf. Genau. Karatefaust. Achtung! Und von der Karatefaust geht's gleich zum Doppelfauststoß. Macht mal mit! Der Schrei hilft, die Energie im Körper in die Faust zu verlagern. Wir schreien Kiai, das heißt übersetzt Kampfschrei. Zurück, San und Chiran. Anders als im Boxen gibt's im Karate nicht nur Faustschläge, sondern auch Fuß- und Tritttechniken. Man sagt dazu auch Kicks. Sieht gut aus, oder? Hast du irgendwie einen Kick, den ich lernen könnte? Ja, ich habe sogar einen richtig coolen Kick für dich. Wieso? Der heißt Mai Tobi Geri. Mai Tobi Geri! Den will ich lernen. Mach und vor. Den lernen wir. Okay. Also, ein Bein zurück, vorne Knie spitz, aha, hinten Bein gerade, ja. Deckung hoch. Also das hintere Bein holt Schwung, Bein nach oben und das vordere Bein Kick nach oben. Und dann zurück in die Kampfstellung. Okay. Ja? Und so sieht Mai Tobi Geri dann aus. Aber wenn ihr das im Training macht und man das auch mal gegeneinander übt und ein bisschen kämpft, wird es nicht gefährlich und man tut sich auch mal weh oder verletzt sich einfach dabei? Ja, das lernen wir eben im Unterricht, ja, so nah wie möglich, aber nicht treffen. Also kein Kontakt ist sehr, sehr wichtig. Wie das aussieht, zeigt mir Irena mit ihrem Partner Marco. Guckt mal, Marcos Schläge treffen Irena nicht, sondern stoppen kurz vor ihrem Körper. Das ist eine Besonderheit im Karate. Denn jede Kampfsportart hat ihre eigene Technik. Im Taekwondo zum Beispiel sind Tritte sehr wichtig. Im Judo bringen die Sportler ihre Gegner vor allem mit Würfen zu Fall. Und beim Aikido verteidigt man sich auch gegen Waffen, zum Beispiel gegen Stöcke. Viele dieser Kampfsportarten haben ihre Wurzeln übrigens im Kung Fu. Und das bringt mich zu meiner nächsten Checker-Frage. Woher kommt Kung Fu? Wann und wo das genau entstanden ist, weiß man nicht so genau. Forscher glauben aber, dass die ersten Kung-Fu-Bewegungen vor rund 1500 Jahren entstanden sind. Und zwar hier, im heutigen China. Genauer gesagt in einem Kloster, dem Shaolin-Tempel. Die Mönche, die in dem Kloster gelebt haben, wollten sich fit halten. Und deshalb haben sie neben Meditation auch Kung-Fu geübt. Außerdem mussten sie sich auch außerhalb des Klosters verteidigen können, zum Beispiel gegen Räuber oder auch wilde Tiere. Und so wurden sie zu wahren Kung-Fu-Meistern. Guckt euch das mal an. Weil Kung-Fu nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung entwickelt wurde, lautet noch heute das oberste Gebot im Kung-Fu: Beginne niemals einen Kampf und verletze keinen deiner Angreifer. Um so gut zu werden wie die Kämpfer hier, beginnen viele Mönche ihr Training schon mit 4 oder 5 Jahren und üben mehrere Stunden täglich. Und das viele Jahre lang. Nach diesen Übungen sind Ruhepausen super wichtig, in denen die Mönche meditieren und dabei Körper und Geist entspannen. Und weil das wahnsinnig anstrengend und vor allem ein Riesenaufwand war, nannten die Mönche ihre Kampfkunst Kung Fu. Kung Fu heißt nämlich übersetzt so viel wie harte Arbeit. Forscher glauben, dass Kung-Fu vor etwa 1500 Jahren in einem Kloster in China entstanden ist. Gecheckt. In vielen asiatischen Kampfsportarten zerschlagen Vollprofis auch Holzplatten. Oder sogar Beton. Guckt euch das mal an. Irena zeigt mir jetzt, wie das geht. Als Anfänger reicht mir aber erstmal eine Holzplatte. So, das sind die Bretter, die wir jetzt versuchen durchzuhauen. Genau. Die sind so dick wie mein Finger, ne? Und echtes Holz hier, kann man sehen. Du musst einfach darauf achten, dass du Mitte vom Brett erwischt, mit den zwei größten Knöcheln. Ja.
Also du versuchst wirklich durch das Brett durchzuhauen. Mit voller Kraft und Schnelligkeit. Okay, jetzt gilt's. Da! Da! Du bist so krass, als wär's nix. Tja! Fertig. Leute, guckt euch mal an, mit wie viel Kraft Irena das Brett zerschlagen hat. Okay. Jetzt bin ich dran. Dann mach ich das jetzt. Mhm. Alle bereit? Ne? Mhm. Und richtig durchziehen, hast du gesagt. Doch. Ich habe gerade ein Brett durchgehauen. Mega cool. Und es hat nicht mal so sehr wehgetan. Ist ein bisschen rot geworden. Alles richtig gemacht. Schau. Da habe ich getroffen. Alles richtig gemacht. Sauber. Mega cool. Irena, vielen Dank. Das war ein richtig toller Tag. Ich bin jetzt Karate-Fan. Super. Freut mich. Danke dir. Danke dir auch. Kampfsportler kämpfen im Wettkampf nicht, um anderen weh zu tun. Aber was machen, wenn man mal wirklich bedroht wird? Mit Ralf von der Münchner Polizei und ein paar Kindern der Grundschule an der Hugo-Wolf-Straße in München gucke ich mir jetzt an, was es heißt, sich ohne körperliche Gewalt zu verteidigen. Wie ist denn das bei euch? War einer von euch schon mal in so einer Gefahrensituation, wo er bedroht wurde? Oder erzähl mal. Also wir haben uns halt so gestritten, weil er halt, also ein Freund von mir immer streit. Also angibt und dann hat er angefangen zu beleidigen und dann hat er angefangen zu drohen mit seinem Cousin mit Schlägen. Und wie hast du reagiert? Bin ich einen Schritt nach hinten gegangen und dann sind wir halt weggegangen. Okay. Ralf, wie ist das Verhalten? Wie würdest du das bewerten? Alles richtig gemacht? Ja, klar, das richtig gemacht, weil er jetzt im Nachhinein gesagt hat, es ist nichts passiert und es lag im Prinzip nur daran, weil er sich vernünftig verhalten hat. Rausgehen aus der Gefahrensituation, das ist immer unser erster Rat. Und nur im allergrößten Notfall wirklich handgreiflich werden und sich zur Wehr setzen, erstmal versuchen, sich aus der Gefahr zu entfernen. Also kann man, ja, also erstmal abhauen eigentlich. Im Prinzip schon, nur das hört natürlich nicht jeder gerne, gell? Abhauen ist also oft die klügere Entscheidung. Aber was tun, wenn ich nicht mehr rechtzeitig abhauen kann? Ralf, das habe ich jetzt gerade so gemerkt, ne? Wenn fünf kommen und einen schubsen und drängeln, dann wird es echt unangenehm. Ja. Selbst wenn ich älter und größer bin als die, aber das wird schon echt, das ist nicht cool. Genau, ganz wichtig, laut zu werden, laut zu rufen, hey, lasst mich in Ruhe, ich kenne euch nicht, ihr tut mir weh. Weil wenn ein Fußgänger vorbeigeht und sieht diese Schubserei, könnte er denken, ihr macht nur Spaß. Und wenn, dann würde der nichts unternehmen. Also du musst dann wenigstens laut werden und musst zu erkennen geben, mir geht es nicht gut, ich habe Angst, ich werde bedroht. Ralfs Tipps probiere ich jetzt gleich mal aus. Ey, stopp mal, Hilfe! Mir geht's nicht gut, das macht keinen Spaß. Stopp mal, hört mal auf bitte, das ist... Kommst zu mir her, bei mir ist es sicherer. Vielen Dank. Aber was mache ich, wenn ich gar nicht selbst in den Streit verwickelt bin, sondern andere beobachte, die streiten? Ralf? Wenn ich sowas jetzt beobachte, ne, und merke, da hinten wird offensichtlich gestritten, was mache ich denn dann? Ich bin jetzt der Beobachter, gehe ich da rein und versuche die selbst zu trennen oder wie geht man richtig vor? Ganz schwierig ist es, da alleine jetzt reinzugehen und versuchen, alleine diesen Streit zu schlichten, weil ich mich da sofort natürlich als Helfer in Gefahr begeben könnte. Ach so, das ist immer das Riesenrisiko. Was zum Beispiel auch eine gute Idee wäre, damit die sofort aufhören mit dem Raufen, wäre von der Entfernung rufen, hey, hört auf da drüben mit der Schlägerei, ich habe die Polizei schon verständigt oder ich habe die Lehrerin schon unterwegs. Hey, hört auf da hinten mit der Rauferei, ich habe schon die Lehrerin verständigt und die Polizei. Und ihr müsst jetzt aufhören. Und schon funktioniert's. Und so wär's in echt auch. Ja. Oft ist der Streit aber damit noch nicht vorbei. Eine Gefahr besteht noch immer. Deshalb gilt, sich immer selbst in Sicherheit bringen und einen Erwachsenen verständigen. Wer draußen allein unterwegs ist und sich unsicher fühlt, für den gibt's noch andere wichtige Verhaltensregeln. Ja, und jetzt, weil wir hier draußen sind, kann man die Rettungsinseln mal besprechen. Rettungsinseln? Das war auch eine Checker-Frage. Was ist eine Rettungsinsel? Die Rettungsinseln, die nennen wir die 3L, Licht, Lärm und Leute. Das heißt, wenn ich im Dunkeln bin und irgendwie droht Gefahr, dann laufe ich ins Licht. Wenn ich angegriffen werde, wenn ich angegangen werde, ich kann Lärm machen, um auf mich aufmerksam zu machen. Ja. Oder ich gehe zu Leuten hin.
Und Leute wären hier Passanten, Leute, die einfach spazieren gehen, ihren Hund Gassi führen oder so, aber auch die ganzen Geschäfte. Hier ist eine Apotheke, ein Backshop, Gaststätte, Post und so weiter. Klar, ja. Hier, da kann ich hinlaufen und kann reingehen und kann sagen, ich brauche Hilfe. Ja. Und das ist das, was wir empfehlen. Und habt ihr euch die drei L's gemerkt? Lärm, Licht, Leute. Die drei L's können Schutz bieten, wenn ihr euch unsicher fühlt oder Hilfe braucht. Vielen Dank für den Tag, es hat richtig Bock gemacht und war echt super. Gerne. Also immer sicher bleiben, gell? Genau. Und ihr auch? Macht's gut. Hat großen Spaß gemacht. Wenn Gefahr droht, immer nach den drei L's suchen. Lärm, Licht und Leute. Gecheckt. So, ihr ahnt es vielleicht schon. Mir steht gleich mein allererster Übungskampf, also Sparringskampf, im Boxen bevor. Und damit es mein Gegner nicht ganz so leicht gegen mich hat, trainiere ich lieber nochmal richtig hart. Nick hilft mir dabei. Ja, jetzt bin ich langsam echt aufgeregt. Wie ist denn das eigentlich, wenn man eine auf den Kopf kriegt? Sieht man wirklich Sternchen, wie man das so aus dem Comic kennt? Man sieht schon ein bisschen so Sterndl. Das kommt schon auch durchaus mal vor, ja. Da muss man nicht gleich K.O. gehen, aber muss man mit der Situation umgehen wissen. Worauf muss ich jetzt gleich achten, wenn ich da im Ring stehe und mitten in so einem Kampf bin? Also erstmal ganz ruhig. Tobi, ist das Wichtigste. Cool bleiben, fokussiert bleiben, schützt dich die ganze Zeit, Deckung hoch und dann kann nichts schiefgehen. Ich bin bei dir in der Ecke. Na dann, auf geht's. Ich hoffe, mein Gegner ist nicht zu stark. Hä? Hallo, Tobi. Hallo. Hallo. Das ist die Mathilda. Hallo, Mathilda. Marlene. Tobi. Das ist der Tobi. So, das sind jetzt deine zwei Sparringsgegnerinnen. Aber doch nicht beide, oder doch? Im Wechsel. Wir wechseln natürlich. Okay. Gegen wen kämpfe ich als erstes? Machen wir einfach ich. Zum Schutz vor Verletzungen tragen alle Sportler während des Trainingskampfes Kopf- und Mundschutz. Aber bevor es losgeht, für euch noch schnell die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was bedeutet Karatedo? A. Der Weg der leeren Hand. B. Der Flug des leichten Fußes. Oder C. Die Reise zum reinen Geist. Na, habt ihr es vorhin gecheckt? Guckt mal. Karatedo heißt übersetzt der Weg der leeren Hand. Richtig ist Antwort A. Damit ist gemeint, dass der Sportler seinen Geist von negativen Gedanken befreien soll, um immer richtig handeln zu können. So, und jetzt müsst ihr mir alle Daumen drücken. Oh nee, oh Mann, hat die einen Schlag drauf. So, Runde 2. Oh, ich glaube, die schlägt noch härter. Ey Mann, mach mal langsam. Oh nein. 3, 4. Leute, ich glaube, mich hat's erwischt. 6, 7, 8, 9, 10. Kampf vorbei. Aber keine Angst, mir geht's gut. Mir ist bloß die Puste ausgegangen. Okay, Leute, das war's vom Kampfsport. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh. Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!